Ja, diese 5 Euro pro Nerfgun haben sich echt gelohnt. Was machst du da? Ich film dich. Und jetzt? Du hast doch gesagt, du machst einen Kaffee. Verpiss dich. Ich kann jetzt mit der Kamera um die Ecke gucken. Du Bastard. Oh, du musst. Komm her, Headshot. Getroffen. Ja, jetzt hast du nichts mehr. Ja. Warte, in den Kopf, geh in den Kopf. Ja, nichts, geh in den Kopf. Ja, komm her. Hör auf. Geh mal weg. Hör mal auf. Lass mal beide runter. Ja, ja. Lass es bei drei. Eins, zwei, drei. Runter! Du bist gebrochen. Du hast mich doch angeschossen. Nicht ich dir. Was mit deinem Mauf? Ich hab nicht mal gedrückt, das ist einfach. Ja, klar, nicht gedrückt. Das war der Heilige Geist oder was? Ja. Da würde ich jetzt an deiner Stelle nicht runtergucken. Ja, diese 5 Euro pro Nerfgun haben sich echt gelohnt. Ach, 5 Euro pro Nerfgun, ne? Aber nicht klug von dir, Kollege, dass du mir beide jetzt gegeben hast. Du wolltest mir Trainingsbooster auf Polnisch zeigen. Also die tun wir jetzt erstmal außer Reichweite, ja? Ja. Die werden später nochmal verwendet, voll gegen meine Hand. Okay. Muss ich den nachher finden? Ja. Okay, also. Du hast mir erzähl mal. Das ist der polnische Trainingsbooster. Und warum wir diesen polnischen, nee, das ist einfach Kaffee. Polnischen Trainingsbooster, weil wir gleich zum Training fahren, ne? Ja, das erste Training, na, was ist dir passiert? Ich habe mir letztes Jahr im Dezember mein Kreuzband gerissen, rechtes Bein. Beim Training, im Dezember. Und wir haben jetzt Oktober, also 10 Monate, vor 10 Monaten. Und deswegen heute fahren wir zum ersten Mal zum Training. Und was ist dann dir passiert, paar Monate später? Paar Monate später, wie viele Wochen später? Das war ein paar Monate, das war im März bei dir. Ich wurde im Februar operiert und dann war ich Ende Februar hier mit meinen Krücken und den Scheiß und dann hast du dich an den Tag... Okay, dann habe ich mir mein Kreuzband gerissen, links. Links. Das glaubt kein Mensch. Wir trainieren wie lange zusammen? Boah, schon 6-7 Jahre. Ja, so lange? Nie verletzt gewesen? Nie verletzt gewesen. Dann reißt du dir dein Kreuzband und ich reiß mein scheiß Kreuzband gleich hinterher. Ja, so, schrecklich. Aber nichtsdestotrotz... Ja, und deswegen, wir beide haben heute die allererste Session nach den ganzen Monaten. Tricking-Session und so. Aber so klein, sachte. Ist diese Tasse hier in Ordnung? Ja, wenn du keine andere hast, dann nehme ich halt die Tasse. Doch, ich habe noch eine mit Leoparden drauf. Ja. Aber wir nehmen die. Okay. Ach ja, genau, und jetzt präparieren wir ein... Okay, jetzt zeig mal. Der polnische Booster. Der polnische Booster wie dein Vater. Mein Vater morgens so Kaffee trinkt. Ja, erzähl mal. Einfach so Kaffeepulver. Ne? Ja, einfach den. Ja, nee, ernsthaft. Nimm einfach Kaffeepulver, tu das da rein und gieß es mit heißem Wasser auf. Noch nicht mal Kaffeefilter, gar nichts davon. Das zerschießt dann voll ein. Nimm mal gleich 4 Löffel und dann bist du 5 Stunden wach. Auf nass, Digga. Auf nass, Digga. Okay, gut, also. Ja. Diesen Booster probieren wir jetzt aus. Ob der wirkt oder nicht. Ja, also ich probiere das jetzt zu machen und aber du sagst mir, ziemlich du siehst mir die Kaffee. Anleitung jetzt. Ja. Also erstmal macht man diesen Kaffee auf. Ich habe noch nie so einen Kaffee aufgemacht. Wie geht das so? Meinst du machst halt hier schon Double Cork? Ja. auf rechts dann aber. Ach so. Wie macht man das denn jetzt auch mit einer Schere? Doch, das also Kaffee riecht manchmal echt gut, ne? So? Oh, das riecht dieser Geruch, der Bock. Boah, der Geruch riecht richtig. Das riecht richtig gut. Willst du noch was sehen, was richtig gut riecht? Ja. Ich habe hier so Omega-3-Fischöl irgendwas Kapseln, ne? Mhm. Oder nee, Krillöl oder so. Mhm. Riech mal daran. Und warum? Riech da dran und sag mir genau, was. Ja, aber warte mal, wenn du es so ansagst, dann ist das bestimmt schon eklig. Ja, sag mir genau. Omega-3 ist ja so Fischkram. Sag mir genau, was du riechst. So. Aber wenn das eklig riecht, dann will ich das nicht riechen. Boah. Nee, das riecht eklig. Ja. Wie riecht das? Riech mal jetzt, sag doch mal, wo bist du jetzt, wo du das riechst? Oder was? Soll ich dir mal ganz... Boah, der war jetzt eklig. Boah. Soll ich dir mal ganz genau sagen, wie das riecht? Wenn du mit der S-Bahn Jungfernstieg einsteigst, ne? Ja. 2 Stationen fährst und Reeperbahn S-Bahn aussteigst, ne? Kennst du die Treppen von der Bahn, wenn du hochgehst, ne? Ja. Und an der Seite an den Treppen ist ja für Fahrrad, damit du so runterziehen kannst, ne? Ja. Das riecht danach, wenn die Menschen sich dort und da ist Wie stellen die sich nochmal hin? Ja, mein Gott, die stellen die so im Pinkeln hin. Und das fließt dann in die Ecke hinunter und in der Ecke sammelt sich dieser Schaum. Und danach riecht das. Ja. Ja, aber man nimmt ja nicht in die ganze Tüte in den Mund, man nimmt ja dann jetzt nur so ein paar, ne? Ja, du nimmst nur eine, so eine Kapsel, aber ist gesund, ist hier. Boah, hier stinkt steht, richtig hier hinten steht das drauf, hier so. Geh mal, ich will nochmal riechen. Ja. Zeig mal, wie das aussieht. So. So eine Kapsel nimmt doch meine Mutter für ihre Nägel und so. Boah, einer stinkt schon richtig wie so ein schlechter Dombesuch. Das raucht wie Zuckerwatte, die du kaufst
und daneben ist so ein offener Gulli auf dem Hamburger Dom. Und das sieht so unscheinbar aus, ne? Ja. Eigentlich müssten sie so richtigen Kabeljau hier drauf drucken. Ne? Das ist richtig eklig. Ja, lass mal jetzt den Kaffee trinken. Aber jetzt viel wichtiger, der Kaffee. Was habe ich schon gekocht? Ich koche nochmal. Ich zeige Ihnen derzeit meine Ninja-Skills, okay? Achtung, 360 mit einem Löffel. Mach noch einen so. Ich bin gefährlich. Ich würde mich nicht mit mir anlegen. Wie viele Löffel mache ich da jetzt rein? Deine Tasse, meine Tasse. Ey, du bist... Ach so. Boah, das ist schon viel. Okay, also polnischer Booster, einfach nur Filterkaffee, davon das Pulver in die Tasse reinballern und dann heißes Wasser raufkippen. Hat 0 Kalorien, aber eine Menge... Das steht ja irgendwie so generell so eine Dosis, so ein Kaffee sind gleich 2 Löffel oder so. Hast du es noch? Was denn jetzt? So ein Messi, ich kann ja nicht... Ich glaube, man nimmt doch sonst generell noch diesen Kaffeefilter, wo man das so durchfiltert und man nimmt doch generell auch eh 3-4 Löffel, oder nicht? Ja, ein Löffel pro Tasse mindestens. Kaffeebohnen aus dem besten Kaffeeanbaugebiet. Ich dachte, du erzählst mir jetzt, wie das geht hier, polnischer... Nee, ich... Ja... Klar, also fertig, jetzt nur noch heißes Wasser. Aber wenn es richtig polnischer Booster ist, muss eigentlich noch hier ein Schuss Wodka da rein. Wie viel Wodka willst du in deinem Booster haben? Oh, das ist eklig, nee. Wie viel mache ich jetzt rein voll, ne? Ja, einfach mal so ein bisschen. Ja, also das ist jetzt der hier Kaffee. So sieht das dann aus. Mal sehen, ob der uns dann pusht fürs Training, weil heute ist das erste Training nach meinem Kreuzbandriss und nach... Ja, auch nach meinem Kreuzbandriss. Ja. Ist ja alles operiert, geschraubt, gebohrt, ja. Verheilt. Aber hoffentlich. So Genesung eigentlich war sonst gut. Ja, bei dir ist schon richtig gut, bei mir ist noch ein bisschen grenzwertig. Ja, bei mir ist die OP Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. 8 Monate her und deine OP war ja erst so im Mitte Juni oder sowas, ne? Mhm. Zeig mal dein, mach dich mal naked, zeig mal dein Dings. Ach, der krempelt das so? Ja, aber guck mal, diese zwei, ne? Die sind kaum erkennbar. Das Einzige, was, wo ich sagen würde, das sieht man, aber der Rest ja gar nicht. Also eigentlich ja voll gut gemacht. Aber ich kann angeben, wo ich war. Ich war ja beim St. Pauli-Arzt in Hamburg. Aber der hat 5-6 Patienten am Tag mit Kreuzbandriss, ja. Das heißt, ich war so eine Massenware, ne? So zack, noch einer. Weil der so gut operiert, spielen die so gut, ne? Ja. Oh, erstmal meine Hose über meine fette Blase. Da haben sie mich aufgeschlitzt, hier haben sie reingebohrt, da haben sie irgendwas gemacht. Und hier, das sollte eigentlich auch nur so sein, hat sich aber natürlich entzündet. Hat sich entzündet? Ja. Irgendwo hier oben, guck mal, hier sind auch noch so zwei Dinge. Ja. Also, jetzt nichts, gleich Training. Aber jetzt trinken wir jetzt erstmal diesen Kaffee. Heiß, ne? Ganz schön heiß. Okay, jetzt komm erstmal ich. 5 Minuten pusten. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Veredelter Spitzenkaffee. Ja, hier ist er gerade verteilt. So, der pusht dich so, dass du hier gleich ein Bild hinzauberst. Ne? Boah, das riecht wie so eine Regenrinne. In dem Moment, wo du runtergeschluckt hast, hat sich hier oben so eine kleine Ader gebildet. Eine Stressader. Ja. Wirklich. Nächste Woche filmen wir uns beim Training. Ein paar Backflips und so. Das ist nämlich der gute Start. Backflip vergisst man nie. Backflip kann man immer machen. Aber warum nächste Woche machen wir doch jetzt gleich? Nein, ich hab ein abschließendes Wort. Das habe ich hier hinten aufgeschrieben.